Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im April Geburtstag habt. Alles Gute! Über die Ostertage solltet ihr versuchen, ein bisschen aufzutanken, denn der Monat wird später noch richtig turbulent für euch. Besonders für Widder-Singles gibt es in der Liebe viele Aufregungen, aber auch einige Risiken. Und beruflich seid ihr auch stark gefordert. Falls ihr Beratungsbedarf habt oder euch ein Geburtstagshoroskop gönnen wollt, dann meldet euch bei mir über meine Homepage oder mein Kundentelefon und wir vereinbaren einen Beratungstermin. Die Infos dazu verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr auch ein schönes Geschenk gewinnen. Ich verlose nämlich in diesem Monat eins meiner Sternzeichen-Kolliers. Das wäre dann für euch mit dem Widderzeichen drauf. Ihr könnt sie euch im Shop genauer anschauen oder auch euch eins zum Geburtstag wünschen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mehr zur Verlosung gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran! Der April wird ein wichtiger Monat für euch. Die Konstellationen fordern euch heraus, euch beruflich durchzusetzen und der Neumond in eurem Zeichen schenkt euch die Energie und die Lust, neue Wege zu gehen. Außerdem wechselt heiler Planet Chiron in diesem Monat erstmals ins Zeichen Widder. Das ist besonders wichtig, falls ihr in einem helfenden oder heilenden Beruf unterwegs seid. Und auch für eure Gesundheit ist das ein bedeutendes kosmisches Zeichen. Chiron fordert euch auf, euch mit eurem höheren Selbst zu verbinden, statt aus egoistischen Motiven heraus zu kämpfen. Es kann durchaus sein, dass ihr euch dabei eure Schwächen vor Augen führt oder vielleicht auch mit einem gesundheitlichen Problem konfrontiert. Das hat das Ziel, dass ihr euch tolerant und liebevoll selbst annehmt und auch die Schwächen anderer akzeptiert, statt die Dinge persönlich zu nehmen und zum Gegenangriff überzugehen. Das ist diesen Monat eine echte Herausforderung, denn der Mars steht quer zu euch und ihr seid eigentlich sogar mehr als sonst geneigt, in den Kampfmodus zu gehen. Am besten integriert ihr diese kosmischen Kräfte, wenn ihr euch für etwas einsetzt, was größer und wichtiger ist als euer Ego. Eine Coachin hat mal gesagt, die größte Erfüllung finde ich, wenn es nicht mehr um mich geht. Das wäre diesen Monat für euch ein gutes Mantra und auch in den kommenden Jahren, solange Chiron durch den Widder geht. Diese Energie spüren im April erstmals die Geburtstagskinder vom 20. bis 23. März oder falls euer Aszendent auf 1 oder 2 Grad Widder steht oder ihr andere Planeten und Faktoren in den ersten Graden des Zeichens Widder habt. Schaut euch doch dazu bitte auch unbedingt noch mein Special an, Chiron, entdecke deinen inneren Heiler. Das ist für euch sehr interessant. Wie die übrigen langsam laufenden Planeten stehen, also welche langfristigen Tendenzen für euch wirken und welche Geburtstagskinder das besonders stark spüren, darüber könnt ihr euch im Erlebnishintergrund in Teil 1 des Jahreshoroskops nochmal informieren oder es in meinem Buch nachschlagen. Wichtig für euch ist noch, dass die Geburtstagskinder, die zwischen dem 17. und 20. April Geburtstag haben, hier den Uranus mit seiner Veränderungsenergie direkt auf ihrer Sonne stehen haben und sie sind dadurch stark angeregt, neue Wege zu gehen. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen im April an. Die Sonne steht in eurem Zeichen in der zweiten Dekade und dabei auch der rückläufige Merkur. Und das kann noch bis Mitte April für Planänderungen und Missverständnisse sorgen. Also bleibt locker und macht eure Pläne nicht zu kompliziert und nehmt euch auch nicht zu viel auf einmal vor, besonders in den Ostertagen. Sehr wichtig für euch ist, dass euer Herrscherplanet Mars im Zeichen Steinbock steht und sich dort mit Lilith, Pluto und Saturn trifft. Ihr habt also gerade zu Beginn des Monats wahrscheinlich öfter mal das Gefühl, gleichzeitig auf dem Gas und auf der Bremse zu stehen, denn Saturn bremst euch und Mars pusht euch. Das wird sich besonders bemerkbar machen, wenn ihr versucht, irgendwo unbedingt euren Willen durchzusetzen. Dann kann es zu Frustrationen führen. Deswegen empfehle ich euch, locker zu bleiben und es langsam angehen zu lassen. Die Venus steht im Zeichen Stier und durchaus günstig für euch, nämlich im Geldhaus. Und wenn ihr Geburtstag habt, bekommt ihr bestimmt viele schöne Geschenke. Und so kann die Venus diese Frustrationskonstellation ein bisschen ausgleichen. Zwischen dem 5. und dem 18. April befinden sich Venus und Mars in Harmonie miteinander. Und in der Zeit könnt ihr eine Menge erreichen, auch beruflich und finanziell, solange ihr nicht ungeduldig seid und andere vor den Kopf stoßt. Wenn ihr euch um gute Zusammenarbeit bemüht, müsste es sehr gut laufen.
Aber wartet mit Verträgen und Unterschriften noch bis nach dem 15. Dann wird der Merkur wieder direktläufig. Das zeige ich euch mal hier. Also am 15. wird er direktläufig. Das ist ein Sonntag. Und am Montag, den 16., ist dann der Neumond in Verbindung mit Erneuerungsplanet Uranus und das alles in eurem Zeichen Widder. Und am 17. April wechselt Chiron dann in den Widder. Das Zeichen Widder ist also mit sehr starken Energien der Transformation aufgeladen und für euch ist das eine große Chance, diese Kräfte zu kanalisieren und bei anstehenden Transformationsprozessen sozusagen als Geburtshelferinnen und Geburtshelfer dabei zu sein. Ihr könnt die Neumond-Meditation nutzen, um euch bewusst für diese Kräfte zu öffnen und zu fragen, was kann ich tun, wie kann ich der kosmischen Energie dienen, damit sie ihren erneuernden und heilenden Einfluss ausüben kann? Welche wichtigen neuen Projekte kann ich mit auf den Weg bringen? Wo kann ich neue Impulse setzen? In der zweiten Monatshälfte seid ihr stark gefordert, denn die Konstellationen zeigen Machtkämpfe an, besonders beruflich. Jemand will unbedingt die Kontrolle haben. Oder seid ihr das selber? Jedenfalls wird es schwer, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Da kann es euch leicht passieren, dass ihr euch angegriffen fühlt und euch auf der Ego-Ebene wiederfindet, statt in der Verbindung zum höheren Selbst zu sein. Es kann euch auch passieren, dass ihr spontan Entscheidungen trefft oder unbedacht aus einem Impuls heraus handelt. Da ist viel Bewusstseinsarbeit und Achtsamkeit gefragt. Und manchmal müsst ihr euch halt auch durchsetzen. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, das gelingt dann am besten, wenn es nicht um euch selbst und euer Ego geht, sondern um eine gute Sache, von der ihr überzeugt seid. Am 20. April morgens um 5.12 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Stier. Und dann müssten die Spannungen schon spürbar nachlassen. Am 24. April geht die Venus in die Zwillinge und damit in einen sehr positiven Aspekt zu eurer Sonne. Dann kommt wieder mehr Leichtigkeit auf. Für die Singles unter den Widdern gilt allerdings, dass ihr aufpassen müsst, wenn ihr euch auf was Neues einlasst. Ihr habt sehr spannende Flirtchancen und gerade Menschen, die irgendwie ungewöhnlich sind oder vielleicht unpassend scheinen, üben eine große Anziehungskraft auf euch aus. Es kann sich aber auch herausstellen, dass ein Flirt gegen Ende des Monats plötzlich eine Schattenseite zeigt, die euch gar nicht gefällt. Oder die Sache erweist sich als Strohfeuer. Wenn ihr nur auf ein ganz unverbindliches Abenteuer aus seid und es schafft, euch emotional nicht zu tief einzulassen, könnt ihr viel Spaß haben. Aber es bleibt irgendwie doch riskant. Es kann durchaus sein, dass ihr die Sache nicht unter Kontrolle habt und dann doch in etwas hineingezogen werdet, was ihr eigentlich gar nicht wolltet. Es kann auf keinen Fall schaden, wenn ihr die 90-Tage-Regel anwendet. Das heißt, gebt einem neuen Flirt oder einer sich anbahnenden Beziehung 3 Monate, bevor ihr euch tiefer einlasst und die Sache ernst nehmt. Das kann euch viel Herzschmerz ersparen. Der Monat klingt aus mit dem sinnlichsten Vollmond des Jahres in den Zeichen Stier und Skorpion am 30. April und die Vollmondphase geht über in den Tanz in den Mai. Da werdet ihr bestimmt wild feiern und auf eure Kosten kommen. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen oder gesundheitlichen Aussichten erfahren wollt, dann solltet ihr eine Beratung bei mir buchen. Denn diese Themen sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Und dann gibt es danach noch einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturn-Probleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers, so wie dieses hier, zu gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 € und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts. Aber ihr werdet dann immer von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte auch unbedingt mein Special über Chiron an. Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.